Eine Geschichte vom Tümpelspringer hier in Saarburg. Ja, vor langer, langer Zeit, so circa 1915 rum, war ein schöner Sommertag. Die Kinder hatten hitzefrei, aber heimgehen wollten sie absolut nicht. Komm, wir gucken mal, was wir in der Stadt noch so alles anstellen können. Da kam die Tümpelsmauer genau richtig. So, jetzt laufen wir über die Mauer und wer am längsten aushält, der ist dann der Beste. Okay, gesagt, getan, viele machten das alle hintereinander. Und einer verlor das Gleichgewicht und fiel runter. Gott sei Dank in den Kohlestaub. Denn die Saarburger haben ihre Kohle, die Asche, immer in den Tümpel entsorgt. Gott sei Dank ist er in diesen weichen Staub reingeflogen. Und dann bewegt er sich nicht mehr und alle hatten, oh, jetzt ist er tot. Ein Schreck. Und irgendwann nach einer Zeit bewegt er sich ein bisschen, steht auf, guckt zu den anderen hoch und ruft. Hey, ihr Trailer Urwen, ich hab keine Lust mehr. Schmeiß mir mal ran zurück, ich geh wei heim. Er ist nie mehr gewachsen. In der Höhe von einem Viertklässler blieb er stehen und den nannte man den Stuppes. Und die Geschichte hat mein Opa mir immer warnend erzählt. Nie über den Kamm oben am Tümpel laufen.